Hallo Freunde von Minecraft und von meinem Kanal. So, wie ihr seht, ich schummel. Ich habe hier Kreativmodus an, ganz einfach, weil es sind zigtausend Kilometer, jedenfalls gefühlte, bis wir zu unserem Standort kommen. Wie ihr seht, das kommt, der Kompass ist noch nicht, weil ich möchte, der müsste so weit gedreht sein, dass so steht. Dann kann ich anfangen, dann nach links zu arbeiten. So, ja, weil ich nicht so diagonal arbeiten möchte, weil da muss man so Schlängelgleise legen, das finde ich scheiße. So, und ja, wie gesagt, wegen der immensen langen Strecke habe ich mir jetzt Kreativmodus gegeben und werde mir jetzt den Weg erstmal erkundschaften. So. Und dann mal gucken, ob ich ihn dann in den Kreativmodus ausbaue. Oder eben halt normal. Das entscheide ich dann. Aber erstmal möchte ich sehen, wie weit ich muss. Wie weit ich noch graben muss. Und wie ich am besten die Route plane. Na, ich möchte erstmal die Kompassnadel erstmal waagerecht steht. So, das ist das Erste. Und dann geht es eben halt in die weitere Bauplanung. Na, und dann wie es vor allen Dingen, ob ich das weiter in Kreativmodus mache oder eben halt dann wieder in Normalmodus. Vielleicht mache ich das so, dass ich das Buddeln in Kreativmodus mache und das Ausbauen dann in einen Normalmodus. Das muss ich mir nur überlegen. Ja. Und wie weit mache ich das? Wie weit lasse ich das ausarten in Kreativmodus? Ja. So. Und huch, hier ist wieder eine Höhle. Jo. So. Boah, das kann man also lassen. Wir brauchen ja nichts weiter kümmern. Ja, ich hau auch die Ressourcen so weg, das ist nur, ne, so als, ne, man muss ja ein bisschen Opfer bringen. Und, ne, und nicht jede Ressource sich Knoten in der Zunge sich sichern. Ja. So. Oh, Licht. So, es wird zu dunkel. Ich habe schon ein bisschen ein paar Stunden gegraben, wie ihr seht. Ne, dieser Tunnel ist schon elendlich lang. Ich habe schon eine knappe Stunde nur in eine Richtung gegraben, dann könnt ihr euch vorstellen, das ist ein Kreativmodus. Ne? Also ich habe, was denke ich, eine Viertelstunde, 20 Minuten habe ich Normalmodus gegraben. Ich habe gedacht, Mensch, wir können ja nicht das ganze Jahr in diesem Tunnel sitzen. Das wäre ja auch langweilig. Und vor allem will ich den Tunnel ja vor Jahresende fertig haben. Da ist ja eben halt der Verbindung zu unseren. Ah, wir können jetzt hier abbiegen. Jetzt können wir hier. Muss das hier gerade sein? Warum nicht? Das noch nicht hin. War noch nicht ganz waagerecht. Ein paar Meter müssen wir vielleicht noch weiter hier rüber. Ja, gut, die tanzt noch, die Nadel. Alles klar, die Sonne ist noch nicht so weit. Müssen wir ein bisschen hier, ne? Schöne Gold, ich weiß. So. Ein bisschen müssen wir noch in diese Richtung. So, ich glaube jetzt könnten wir, können wir jetzt? Ne, immer noch nicht. Immer noch nicht. Ich will ja ganz gerade gehen können. Ah, Mann, kommt noch nicht hin. Bisschen noch. Oh. Hier ist ein bisschen unnehmen. Füllen wir auf einfach mal. Was ist da für Wassergeräusche? Klingt ja komisch. Ich hoffe, er nimmt überhaupt auf. Ich habe immer noch Probleme mit OBS, ich weiß nicht. Vielleicht geht es jetzt besser, weil OBS hat ein Update rausgetan. Vielleicht haben sie dann ein bisschen was gefixt. Ich hoffe mal. Brauche Licht. Wow. Übrigens geht es hier abwärts. Hey, schön. Na ja. Das ist übrigens der Vorteil des Kreativmodus, da fällt man nicht so direkt runter. Ich muss aber trotzdem hier mal ein bisschen mehr Sicht machen, dass ich sehen kann, wie weit ich hier jetzt ausbauen muss. So. Diamanten. Ne, das ist er. Ja, wir müssen uns hier mal eine Brücke rüberziehen. Ja. Bisschen dicker. Ja, ja. Huch. Hopp, häng fest. Hopp. So, hopp, ja.
So. Und noch ein. Einfach so mal das weg. Noch ein Höhe. Hör auf jetzt. Hörst du jetzt auf? Die scheiß Fallen rumzuballern hier. Mach hier mal ein bisschen Platz, ist mir zu eng. Vor Übersicht. So. Okay. So, Dick, was wir hier machen? Ja, hör mal auf jetzt. Wir wissen, dass du auch so gut Pfeile abschießen kannst. So, so dann mache ich hier noch eine Lage hin. Hier, noch so eine Reihe. So. Okay, dann können wir optional hier uns hier eine Tür reinbauen, wenn wir wollen. Und dann die Ressourcen da sichern oder die Höhle zu erkunden. Wir haben so einige Höhlen zum Erkunden dann bereit. Ja, weiß nicht, ob wir das tun oder andere Reisende. Ich werde da überall eine Tür reinbauen und es steht es eben frei, dieses Gebiet zu erkunden. Ach, schade, das schöne Gold, aber ist nun mal so. Da geht's nicht. Wir hauen hier uns einfach hier durch. So, ein klein bisschen noch. Gucken wir mal. Gerade, kann ich gerade gehen? Nein, noch nicht. Ein bisschen noch. Wir müssen uns noch ein bisschen durchkämpfen. Tut mir leid. Ah, hier ist diese scheiß Kiestasse. So. Der Kies. Ja, weiter geht's. So. Heute meine Aufnahme, jetzt diese Aufnahme mache, ist gerade in buddhistischen Ländern, asiatischen vorrangig natürlich. China, Vietnam, weiß nicht, Thailand glaube ich auch und so. Ja, das neue Jahr begonnen. Ja, neue Jahr in Asien. Allerdings, wenn ihr das seht, ist es schon mal eine Woche her. Ich glaube, das ist das Jahr des Huhns oder des Hahns. Müsste ich nochmal genauer googeln. Oder könnt ihr auch selber googeln. So. So. Und hier ist schon die nächste Höhle. Hoppala. Die wir hier im Prinzip direkt durchreiten. Hier ist auch wieder Kies ohne Ende. Jetzt hauen wir einfach so weg. Schön. So, ja. Jetzt kann auf da bleiben das Wasser. Ich brauche mehr Licht hier. Mal Licht hier hin. So. Dann füllen wir es hier einfach auf, dass wir hier einfach ganz entspannt hier durchgehen können. So. So, vielleicht bleibt das auch erstmal nur so ein schmaler Gang, der uns zum Ziel bringt. Und bauen das dann nach und nach immer weiter aus, dann in einen Normalmodus. Das geht natürlich auch. Ne? Wichtig, dass wir eben halt eine einfache Verbindung zu unseren. Irgendwo lauern in der Nähe. Was wäre das? Lass ihn mal wach. Wieder schlafen. Zu früh. Geht schlafen, nicht aufstehen jetzt um die Zeit. Meine Aufnahme fertig haben. So. Och nee, wieder Kies. Ohne Ende Kies. Kies. Ich hasse Kies. Ja, fast so das Unwichtigste, was man überhaupt hier haben kann. So. Und dann machen wir weiter. Das wollte ich euch auch nicht erzählen. Ich glaube, ich werde auch nicht so lange darüber jetzt weiter Video machen. Weil das wird auch ein bisschen langweilig, weil ich wirklich nur buddeln werde. Die ganze Zeit. Ganze Zeit. Noch mindestens eine Stunde lang. Einfach buddeln. Und dann in der Hoffnung, dass ich da irgendwie mich bald nach oben graben kann. Dann eben halt die Orte endgültig zu verbinden. Oh. Vielleicht habe ich ja Glück, dass ich auf die Gleisanlage stoße.
So, schauen wir mal. Jetzt. Ja, ne? Ja, jetzt geht's. Jetzt gehen wir in diese Richtung. Gehen wir natürlich in die Richtung, bis wir fallen. Hier mal ein bisschen frei machen, wenn man die Problematik sieht. Hier ist kein von uns gekrammter Tunnel, um was stumpf zu machen. Wo kann man jetzt hier? Ach, da. Ja. Und weiter geht's. Bis die Nadel umspringt. Dann haben wir unser Zielort. Machen wir auch stichprobenartig. Genau, reiß nach oben. Ups. Hier bei sowas bietet sich das ganz gut an, mal eine Reise nach oben zu machen. Machen wir die Brücke erstmal hier. So. Und dann will ich das Wasser abstellen. Na, muss ich machen. Das Wasser ist nachher ein Problem. Anderer Mann. So, wo war das? Da ist unser Tunnel. Ich soll immer vorher Licht dahin machen, das ist einfacher. Das ist wieder zu finden. So. Du denn von mir? Geh weg. Mag keiner. Ich habe mir gefallen, ich habe Wasser abgestellt. Müsste ihn eigentlich total glücklich machen. Weil die Männer mögen ja kein Wasser. Ja, doppelt der Stein. Ja, schubst man nicht hier, wenn ich frech. Klau deinen Stein und schubst auch noch. Schon verschenkt. Ein bisschen was sehen. Okay. Und weiter, würde ich sagen. Wir buddeln uns einfach weiter. Wie gesagt, bis die Nadel umspringt. Oh, hier ist Wasser. Ja, hier ist Wasser. Warum ist hier Wasser? Verdammt. Muss ich hier forschen? Ja, komm her. Wo kommt das Wasser her? Ich muss rausfinden, wo das Wasser herkommt. Ah, hey. Da. Da finde ich jetzt die Höhle wieder. Da. Geh weg. Für das Wasser. Da kommen wir raus, ne? Raus so, ne? Jupp. Alles klar. Genau. Bevor wir aus Versehen runterstolpern, machen wir ein bisschen den Weg breiter. So. Auf geht's. So, Fackel in die Hand und los geht's. Weiter geht's. Wieder hier. So, machen wir weiter. Ab. Auf geht's, auf geht's. Das macht hier gar nichts. Ist auch nochmal Wasser. Das wir auch sofort abstellen werden. Hab. Macht mir nur Probleme. Aber ist auch gleich heller hier. Der ist eine Mine. Ja. Leuchtet. Machen wir das schon mal vielleicht? Ist, muss ich noch hier Fackeln hin. Das finde ich, das hier nicht wieder. Muss mal kurz gucken gehen. Ob wir die hier schon mal erkundet haben. Ne, da ist noch ein Cave. Doch, ein Spawner. Ein Cave, so. Spawner. Ne, hier waren wir noch nicht. Das ist noch ein unberührtes Terrain. Oder? Ja, die Fackeln sind oben im Holz. Die sind so. Die sind einfach so.
Spindborne. Hier schweben die Dinger, ne? Auch übelst gefährlich hier. Wow. So. Okay. Ja. Alles klar, viel Spaß damit. Ich gehe weiter. Wieder umspringt plötzlich, dann sind wir am Ziel. Oh, das kann ein bisschen dauern. Oh, ich muss mir hier noch mal eine Brücke bauen. Zumal unten auch an. Ja. Nervt nicht. Ah, Lava ist. Genau. Ja, schieß mal Pfeile ordentlich rein, das hilft. So, okay, dann machen wir hier den Weg hier zu. So, alles klar, da hauen wir uns weiter durch. Ich weiß, Kreativmodus ist nicht so populär, so gerade so in Minecraft-Baugeschichte. Ich finde auch nicht so ein Fan davon. Aber bei so erst betriebenen Geschichten und auch sehr langweiligen trockenen Tunnelbaugeschichten bin ich das ganz gerne an. So. Oh, nicht vergolden. Das kann dauern, das kann echt dauern. Schön, ne? Das ist spannend. Okay, das hoffentlich bald mal. Alter Schwede, ist das ein weiter Weg. Eine Nadel bewegt sich kaum. Ah, scheiß Kies. Wissen, ob wir noch unter Wasser sind oder ob wir mittlerweile auf Land sind. Das würde mich sehr interessieren, weil vorhin geguckt habe, war ich ja noch mitten im Meer. Und irgendwie bei der Kuhinsel. Ich habe jetzt leider die Karte nicht auf. Dann kann man ungefähr einschätzen, wo man ist. So. Das ist aber. Das wäre doch zu langweilig. Komm, wir gehen jetzt einmal gucken, wo wir sind. Und dann schließen wir das Video ab hier. Okay? Rast jetzt nicht durch Lava. Mal gucken, wo wir sind. Sind wir noch unter Wasser oder sind wir? Wir sind unter Wasser. Ja, sind noch unter Wasser. Ah, hier sind wir schon. Nicht mal weit weg. Die Richtung noch. Okay. Das ist cool. Natürlich machen wir es hier wieder zu. Warte, wobei auch nicht. Huch. Ich habe das Sand runtergefangen. So. Das erklärt so einiges. So. So, dann weiter. Wir haben es fast geschafft. Heute. Wir sind fast da. So weit nach oben bauen. Hey, ist ja cool. Das ist cool. Das freut mich. Hey, das schaffen wir es ja tatsächlich noch in diesen vielleicht dann doch noch das die finale Verbindung sozusagen. Ja, was eben halt dann noch weiter ausgebaut werden muss. Hui. Da ist eine Fackel. Das heißt, hier waren wir schon mal.
Oder ist das eine verdammte Mine? So. Jetzt muss ich mal gucken. Doch, hier waren wir schon mal. Hier waren Menschen. Also ich muss mir mal hier den Durchgang markieren, sonst finde ich das nicht wieder. So, jetzt müssen wir hier gucken. Das Wasser. Aber wie sind die Fackeln hier hingekommen? Muss irgendwo hergekommen sein. Hä? Hier war jemand, aber wie kommt das fast? Muss da irgendwo ein Durchgang sein? Mal schnell, irgendwo. Hier ist nix. Hä? Das ist merkwürdig. Ist hier jemand runtergefallen? Hat sich hier hochgeschwommen? Das ist schon merkwürdig. Aber das Wasser wollte ich jetzt gerne abstellen. So. So, hier ist mein Tor. Und dann gehen wir mal hochfliegen hier. Mal sehen, wo wir hier landen. Ich denke mal, hier ist jemand mal runtergefallen. Vielleicht hat sich... Ah. Jetzt hat sich... Oh, jetzt hat sich... Und hier. Wir sind beim Weißen Haus. Da ist der Bahnhof. Ah, jetzt hat sich jemand hochgearbeitet. Aha. Aber ist ein Schlund. Sieht aus, wie eine Sprengübung gemacht hat hier. Okay. Dann würde ich sagen, arbeiten wir uns hier hoch jetzt. Na, wir machen hier jetzt eine Brücke. Mal doppellagig Stein, damit hier uns hier ja nichts passiert. So. Gucken, wo wir rauskommen. Jetzt arbeiten wir uns hoch, würde ich sagen. Das kann noch ein bisschen anstrengend werden. Gut, jetzt hier am Anfang noch nicht so viel. So, ich mache hier gleich Doppelstufen hier hoch. So. Geschafft. Ich brauche es nur noch hübsch machen, wie ich. Wie ihn machen, weiß ich noch nicht. Ja. Mal, wie im Kreativmodus werde ich den Weg ausschachten, aber alles andere wird dann in normalen Survival-Modus passieren. Ja, den Tunnel ausbauen und so weiter und so fort. So. Ich habe gedacht, mache ich das heimlich, ganz heimlich, grabe ich mich da durch und so. Ich habe gedacht, das wäre schlauen Zuschauern auffallen, weil dann nämlich die Kisten auf einmal, meine Grußkiste, also meine Ramschkisten, deutlich nachlassen werden, wenn ich hier im Kreativmodus grabe, weil ja weniger Abfälle entstehen. Das wird auffallen und ich, ja, das soll ja Quatsch, man kann ja ganz ehrlich mal sagen, okay, das ist zu aufwendig. Man muss dann einfach mal den Kreativmodus zur Hilfe nehmen, um hier schnell voranzukommen. So. Denke ich mal, muss dazu stehen, was man macht, ne? So, ich
mach das hier mal noch fertig hier. Gucken, wo wir hier rauskommen. Idealerweise wäre es am Bahnhof gut. Wenn wir am Bahnhof auskämen. Kann ich direkt eine Verbindung machen zum Bahnhof, wäre ja geil. Aber das glaube ich eher nicht. Das müssen wir mal sehen. So. Das ist ein bisschen zu dicht. Ich mache weiter weg. So. So, machen wir das. Ja, das dauert ein bisschen. Aber dann haben wir das zum Abschluss gebracht hier. In den Tunnel. Dann will ich hier noch eine Treppe runterbauen. Dann haben wir es. Oh, ich glaube, wir werden auch noch einige Tode sterben, wenn wir das in Survival-Modus machen, das ausbauen. Da wird nämlich einiges am Monster spawnen und auch einige größere Höhlen kommen uns hier auf den Weg. Mal sehen, wie ich das mache. So. So. Auf jeden Fall werde ich dann jetzt noch ein bisschen offscreen halt noch eben halt diese Tunnelausgrabung machen. Und dann machen wir wieder eben halt oft, möglichst oft dann wieder Videos, wo ihr dann beim Ausbau dabei seid. Ich muss hier mal ein Fackeln machen, es ist zu dunkel hier. Aha. Haben wir schon sowas wie eine Höhle? Oh, weißer Schleim. Und hier ist das Gleis. Ey, cool. Das ist tatsächlich hier der Gleis da drin. Na, wenn das nicht geil ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja. Wenn wir aber hier den Bahnhof ausbauen müssen. Auch wenn man das hier wegmachen darf. Dann fangen der Zug halt hier erst an. Na? Fängt das halt hier an. Ah, das sieht scheiße aus. Das wäre so. So. Wir machen den Durchgang hier noch größer. So. Okay, ne? Ja, so. Haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Das hätte ich nicht erwartet, dass wir es schaffen. Ja, das, mal gucken, wie ich das hier nochmal designmäßig. Aber ist mal geschafft. Vielleicht kann man das auch so machen. Und dann so. So. Ne? Das ist dann nicht so krass. Genau, so passt das dann noch besser. Ja. Ja, da sind wir jetzt wieder. Hallo, ja. Das ist ja cool. Sind wir wieder. Ey. Und da ist noch ein Weihnachtsbaum. Ja. Da ist noch ein Weihnachtsbaum. Der könnte alle wieder weg, die demontiert werden. Ne? Würde ich sagen, ich meine, gut, das hat jemand anders gebaut, das kann ich einfach wegmachen. Ich würde es erst noch wegmachen. Aber jetzt könnte jemand anders. Ne? Schweben wir mal hier so rum, könnt ihr mal sehen, wie es hier aussieht. Sonne geht auf. Ist auch noch so ein Tunnel nach unten. Müssen wir uns da mal angucken. Müssen wir uns den normalen Modus ansehen. Weihnachtsbaum. Ja, das veränderte Haus. Das ich überarbeitet habe. Ja. Ich kriege nochmal ein anderes Dach wahrscheinlich. Das wollen wir mal sehen. Ja, Freunde, da sind wir. Da haben wir es geschafft. Super. Puh, bin ich froh. Und jetzt kann ich endlich auch schlafen gehen. Guten Gefühl. Ich werde die Decke noch höher machen, ne? Darf nicht vergessen, dass ich ja hier noch Treppen einbaue. Und dann ist die Decke so niedrig. Dann hat man immer das Gefühl, man haut einen Kopf dagegen. So.
was war dazu? Oh, bin ich glücklich. Hat tatsächlich funktioniert, so wie ich es mir vorgestellt habe. So, das ist gut so. Ja, ist richtig. So, und die auch noch. Tatsächlich so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt gehen wir den ganzen Weg mal zurück. Kann man zwischendurch noch ein Fackel nehmen, wo es noch zu dunkel ist? Darf man. Mann, das ist ein Tunnel. Mal ein bisschen Licht hier. So. Jo, Mensch. Aber da war ein weiter Weg. Das ist, sieht mal, was für ein weiter Weg das ist. Ich laufe mit euch bis zur letzten Baustelle. Die Strecke laufe ich es mit euch. Könnt ihr mal sehen, wie weit das ist. Und überall zwischendurch sind immer kleine Höhlen. Oder größere. Oder teilweise Schluchten. Also hier ist eine kleinere Höhle. So, und hier ist die Kurve. Zack. Wir schlagen mussten. So. Noch mal schneller. Vielleicht fliegen wir. Bis dann geht es schneller. Wow. Geht schnell, ne? Schallgeschwindigkeit, dann wir durch die Tunnel. Boom, hängen geblieben. Hier habe ich die Höhenlevel geändert. Warum eigentlich? Keine Ahnung, wo ich das gemacht habe. Das werde ich jetzt nicht korrigieren. Das werde ich dann einfach so lassen. Da ist wieder eine Höhle. Genaue Tour kriegt hier ja sowieso noch. Ballern wir jetzt einfach nur schnell. Aber damit ihr seht, was für eine Strecke. Und das vorstellen, das in einen normalen Modus. Unvorstellbar. Ja. Ich wäre auch zig Tode gestorben, das kommt noch dazu. Weil ich bin einige Lava-Fälle musste ich umleiten, musste ich abstellen. Und einige Schluchten überqueren. Ich glaube, sind wir schon noch vorbei an der Schlucht, oder? So, Licht. Ne, hier war eine Schlucht. Ich hätte nicht so viel zu sehen. Kommt später. Haben wir durchgerauscht. Und. Achso, ja. Hier habe ich dann auch wieder mich entschlossen, den Höhenlevel Level zu ändern. Das ist auch einfach. Das ist dann einfacher, wenn da so eine große Fläche ist, die man hätte ausbauen müssen. Habe ich jetzt noch viele Sachen zu entdecken, wie ihr seht. Das kann also noch durchaus spannend werden. Hier auch wieder eine große Höhle. Oh, alter Schwede, der Tunnel lang. Aber geschafft. Und hier, zack, oh, hier bin ich vom Kurs abgekommen. Seht ihr das? Schlamperei. Schlamperei. Wie kann das denn passieren? Ich glaube, da muss ich mal mit meinen Ingenieuren sprechen. Das geht so nicht. Sie derartig da den Pfad verlassen. Oder verfehlt haben, keine Ahnung, was da passiert ist. Ein bisschen mehr Licht hier. Und hier sind wir. Hey! Hier ist der Tunnel. Ich gehe mit euch hier mal den Tunnel ab hier. So. Jo. Wow, dann haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft. So, da landen wir hier. Und hier treffen wir uns demnächst wieder. Alles klar. Ja, dann habt euch wohl und
all jene, die auch das Set feiern und gefeiert haben, ja, ein glückliches neues Jahr in dem Punkt nochmal. Oder alle, die mich dieses Jahr noch nicht gesehen haben, wünsche ich das natürlich auch in den christlichen Ebenen. Nach christlicher Zeitmessung, so, alles klar. Habt euch wohl und ich hoffe, meine Sprachaufnahme ist nicht zu leise. Ich nehme, wie gesagt, alles jetzt über OBS auf. Alles Direktaufnahme, kein Tonzusammenschnitt mehr. Ich hoffe, es hat geklappt und ich hoffe, es rückelt nicht so sehr. Ich habe ja immer dieses Rückelproblem, dieses Nachtziehenproblem. Ich muss mal gucken, ob es bei anderen Spielen auch so ist oder ob es nur bei meiner Kraft ist. Schauen wir mal. Alles klar, habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Jockel. Hey. Tschüss.